Ja, vielen Dank. Dankeschön. Hört man uns auch ganz hinten? Ich glaube, ich muss ein bisschen lauter sprechen. Es sind ja doch ein, zwei, drei mehr gekommen, als wahrscheinlich hier Plätze sind. Ja, wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem Vortrag Storytelling im Tourismus. Erzählen wir mehr, wie man eben mit Content Marketing und Storytelling im Tourismus neue oder bestehende Zielgruppen noch besser erreichen kann. Deswegen von uns erstmal ein kleines Hi und Hallo. Am besten stellen wir uns kurz erstmal vor, wer wir sind und was wir machen. Hey, ich bin Jyrki Oksanen und leite das finnische Fremdenverkehrsamt Visit Finland natürlich. Heutzutage hier in Deutschland. Wir machen Deutschland, Schweiz, Österreich und die Benelux-Länder von hier. Haben ein Büro mit insgesamt 5 Personen und eine starke Präsenz in unserer Zentrale. Genau, und ich bin Joachim Schmidt, Inhaber von Intensive Senses, Manufaktur für digitales Marketing, hat ja schon die Moderatorin gesagt. Das heißt, was wir im Prinzip machen, ist ganz kurz zusammengefasst, eigentlich 4 Standbeine, nur kurz vorneweg. Wir machen Webseiten, emotionales Storytelling, deswegen stehen wir heute hier, betreuen Social-Media-Kanäle von Destinationen und Veranstaltern und geben eben auch Workshops für Touristiker im Tourismus, in-house, wie auch offene Workshops mit unserer Social-Media-Akademie für Touristik. Das heißt, was ist genau Storytelling oder warum machen wir Storytelling? Warum gibt es sozusagen auch Finnland, das sich sozusagen Storytelling widmet? Vielleicht kannst du, Jyrki, was zu sagen zu Storytelling. Ja, ich mache nur einen kleinen Anfang, weil meine Story hier ist, dass wir werden 100 Jahre Finnland dieses Jahr und auch letztes Jahr schon wahrscheinlich durch unsere Zusammenarbeit mit Intensive Senses haben wir 17% plus. Und wir haben einen riesen Druck bei den Partnern hier, also ich muss leider zurück zum Stand. Aber wir hatten einen, Sie hören ja schon, ich bin nicht Deutsch. Und wenn man auf einen großen Markt kommt wie Deutschland, reicht es nicht, wenn wir unsere eigenen Ideen hier direkt übersetzen, sondern es ist sehr wichtig, dass wir haben Leute, die unsere Botschaft transportieren. Und wir haben eigentlich so angefangen, dass hatten eine Vision, dass wir müssen Blogger und Reisejournalisten, die Finnland besuchen, mehr aktivieren in einen eigenen Kanal auch. Und ja, dann ging es sondern durch einen Zufall eher so, dass Maike hat damals in derselben Co-Sharing Office hier in Berlin gearbeitet, wo wir unser Büro hatten. Und so haben wir uns mit der Firma kennengelernt. Und nach einigen Entwicklungsarbeit, was ihr gleich zu sehen bekommt, können wir stolz unsere Dein Finnland-Seite heute präsentieren. Lohnt sich unbedingt da einen Blick reinzuwerfen. Auch die flankierende Facebook funktioniert sehr gut. Und jetzt machen wir endlich einen sehr guten Content für den deutschen Verbraucher, das interessant ist und Leute für Finnland begeistert. Das war das, was ich sagen wollte. Du hast die Bühne. Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. Gerne. Danke, Jyrki. Genau, also was ist eigentlich Storytelling und worum bewegen wir uns jetzt wieder an so einem Storytelling? Auch das ist eigentlich kein Begriff der Neuzeit, auch wenn er jetzt schön Englisch klingt und das Thema Content Marketing. Eigentlich sind die beiden hier, die auf der Folie sind, Jakob und Wilhelm Grimm, eigentlich so die ersten Storyteller der Neuzeit, weil auch sie haben eben keine eigenen Geschichten aufgeschrieben, wie viele Leute vielleicht denken, sondern sie haben sozusagen Geschichten gesammelt. Das heißt, sie sind übers Land gefahren, haben verschiedene Regionen besucht und haben eben die Geschichten, die man sich dort vor Ort erzählt hatte, wo natürlich auch Informationen immer weitergegeben wurden. Das heißt, diese Geschichten haben auch Informationscharakter. Es wurden natürlich Kinder damit auch so ein bisschen geschult. Angst vor dem bösen Wolf und so, diese ganzen Typen, diese ganzen Ausprägungen, die man da kennt. Das heißt, die sind eigentlich diejenigen, die so ein bisschen auch Storytelling aus der Neuzeit sozusagen betreiben. Oh, Entschuldigung, einer zu schnell. Ein Zitat von Jorge Bucay, der auch gesagt hat, eine Geschichte ist eine Brücke, die direkt zu den Gefühlen führt. Das heißt, ich kann eben über Emotionen, über Erlebnisse, die ich eben in so eine Story packe, die Leute viel besser erreichen,
im Gegensatz zur Information, die ich eben darbiete in Form von Öffnungszeiten oder wann hat ein Café geöffnet oder was gibt es da zu essen, sondern dass ich den Leser wirklich buchstäblich mit auf die Reise nehmen kann. Denn das alte Sprichwort, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, ist eben sozusagen der Beweis dafür, dass Storytelling auch in einer Form auch wirkt. Das heißt, heute ist es eben so, ihr werdet es auch kennen, wenn ich eben so ein Panorama vor mir habe, beispielsweise hier gerade auch in Finnland, dass ich dann eben das Handy zücke, dass ich dann eben über Instagram schreibe, dass ich einen Facebook-Post mache und eben was in so einem Bild passieren kann, was ich erleben kann in so einem Tag, im Schnee, in Finnland, kann eben auch eine Destination für sich eigen machen. Das heißt, Geschichten eben anbieten, dass die Leute eben, wenn sie eben klassisch über die Google-Suche kommen, was kann ich in der Destination machen, schon über Geschichten eben, über die Destination aufmerksam werden. Die generellen Informationen, wie toll ein Hotel ist, wann ein Café geöffnet ist, dafür gibt es andere Plattformen. Aber dieses Geschichtenerleben kann eben über so Storytelling ganz viel besser kommuniziert werden. Das heißt, Storytelling an sich ist eigentlich ein Begriff, Werte zu übermitteln und nicht so werblich daherzukommen. Das heißt, wir verzichten eigentlich im Storytelling bewusst darauf, plumpe Werbebotschaften zu verbreiten. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass die Geschichte eben auch individuell gestaltbar ist. Das heißt, man kann nicht irgendwie eine Blaupause nehmen von einer Geschichte, sagen, das hat wunderbar funktioniert, sondern man muss gucken, welche Zielgruppen will ich erreichen, welche Themen will ich eben auch besetzen. Das heißt, ich muss gucken, die Produktbeschaffenheit, wenn ich bei der Destination bin, was habe ich denn alles sozusagen an Produkten vor Ort, die ich irgendwo in Geschichten packen kann? Habe ich Leistungsträger, die per se schon eine tolle Historie haben, die Geschichten mir schon anbieten? Das Gute im Tourismus ist eigentlich meiner Meinung nach, dass eigentlich Geschichten überall schon da liegen. Also anders als eine Versicherung oder eine Bank, die sich irgendwo eine Story mühselig aus den Ärmeln stecken müssen, irgendwie das Thema Bank und Versicherung, bin ich eben im Tourismus sowieso schon sehr emotional unterwegs und kann das eben über Storytelling auch in eine schöne Bahn eben auch passen. Das heißt, eine auf jeden Fall erzählerisch gestaltete Botschaft, die von dem Kunden aber vordergründig nicht als solche identifiziert wird. Das heißt, die Leute haben eben Spaß daran, Geschichten zu lesen, weil es eben auch im Sinne des Menschen ist. Beispiel die Gebrüder Grimm, dass ich eben gerne Geschichten höre, dass ich gerne Geschichten auch lese. Das heißt, Erlebnisse, Emotionen, Werte bei Storytelling im Vordergrund. Und ich kann eben über modernes Storytelling, deswegen ist eigentlich der Vorteil vom digitalen Marketing, dass ich da halt ganz viel aus einer Palette nehmen kann, die mir Facebook zum einen anbietet, die mir andere Kanäle anbieten, das heißt in Form von Texten, Fotos, Videos, Sounds, kann ich eben je nach Geschichte das auch nicht immer komplett in eine Geschichte packen, sondern vielleicht nur eine Geschichte, die sich nur über ein Video dreht oder Sounds, wenn ich in Destination bin, einfach mal so Sounds aus dem Wald, was man da hören kann, welche Vögel man hört, das heißt auch da monothematisch auch so die Kommunikationsform so ein bisschen herausarbeiten kann. Das heißt, dieses Prinzip, dass wir eigentlich uns Sachen viel besser merken können, wenn wir quasi das Ganze in eine Geschichte verpacken. Das berühmteste Beispiel ist eigentlich immer diese Geschichtsweltmeister, die sich ja auch komplexe Zahlenkolonnen und Informationen anhand einer Geschichte einprägen, die wirklich beispielsweise sich in der Wohnung bewegen und zu jedem Gegenstand sich eine Geschichte erzählen, bleibt das eben viel besser im Kopf als eben diese typischen Listen oder von der Touristeninformation, wo ich quasi nur ein DIN A4-Blatt mit Öffnungszeiten, mit Wegbeschreibung bekomme, habe ich eben über Geschichten ganz andere Möglichkeiten, das Ganze auch mental wahrzunehmen als Kunde. Doch warum jetzt ausgerechnet wieder Storytelling? Das heißt, wir haben es gesehen, es ist eigentlich keine neue Geschichte generell. Muss man sich das so angucken? Mal Blick zurück, sorry. Das heißt, wir sind eigentlich heutzutage überfrachtet von einer Botschaftsüberfluss. Ihr merkt es hier an der Messe natürlich auch. Überall flackern bunte Bildchen, Banner, die einem in die Augen schießen und man wird quasi übersättigt von Werbeinformationen. Was hier sich auf dem Times Square abspielt, ist eben im Internet oder generell in der Werbung das gleiche Bild, was man sozusagen sieht. Das heißt, es wird immer komplizierter, eben Menschen durch normale Werbebotschaften auch zu erreichen, weil irgendwann halt eben so die Blindheit einsetzt bei einer Webseite beispielsweise. Ich weiß eben, wo Spiegel Online die Banner platziert hat, guck bewusst da schon gar nicht mehr hin. Begünstigt ist das auch, dass die Menschen halt heutzutage halt unbegrenzt Zugang haben zu Wissen. Das heißt, ich kann überall mit dem Smartphone mir Informationen zu holen. Ich kann das Internet durchforsten über Fernsehen. Das heißt, auch da ist es eben so, dass Informationen allgegenwärtig sind und die Leute halt bewusst dann darauf achten, was sie letztendlich natürlich auch an Informationen überhaupt konsumieren wollen.
Das heißt, so ein kleiner Schutz, der da auch entsteht, dass ich mich bewusst halt gegen Werbung auch entscheide, dass ich bewusst sage, ich will eben nur noch Inhalte, die mich interessieren, die meinem Gusto gefallen, gerade Tourismuswerbung, wenn ich halt klassisch die Anzeige in der Zeitung habe, erreiche ich eben halt nicht immer die Leute, die gerade im Begriff sind, auch eine Reise zu buchen. Im Gegensatz eben zu so einem Pull-Marketing, wo ich mir bewusst halt Geschichten ziehen kann in dem Moment, wenn ich halt so eine Reise buchen will, wenn ich ein Café aufsuchen will oder in der Destination auch vor Ort bin. Das heißt, diese neuen Techniken, die ich dann eben habe, das ist eben das, was Storytelling ausmacht und was ich eben sozusagen neu mit anbieten muss. Das heißt, dieses klassische bitte keine Werbung anwerfen, was inzwischen auf jedem Briefkasten steht, das sollte einem wirklich aufzeigen, dass ich eben über ganz andere Funktionen eben an das Gedächtnis, sozusagen in das Mindset der Leute eben komme, auch im Tourismus. Das heißt, diese klassischen Werbeformate verlieren immer mehr an Bedeutung, sowas wie Banner, Geschichten, die Pop-Ups, die es gibt, auch Google AdWords, auch da weiß man inzwischen, wo sozusagen diese Google AdWords auftauchen, deswegen tauscht Google auch in steter Regelmäßigkeit die Farben dieser Anzeigen oder diese Anzeige generell, diese Anzeigen aus, damit eben diese Blindheit für diese Werbung halt nicht entsteht. Das heißt, dieser Anspruch hat sich ganz anders verändert. Das heißt, dieses komplette Push-Marketing, wie es früher immer gerne war, ich drücke halt meine Werbebotschaft in den Markt und irgendeiner liest es schon und irgendeiner schlägt halt samstags den Reiseteil der Zeitung auf, funktioniert heute halt eben nicht mehr. Das heißt, das Thema Anerkennung durch Geschichten im privaten Umfeld, auch so ist es, dass jeder Gast auf einer Party eben auch sobald er eine Geschichte zu erzählen hat, ganz anders wahrgenommen wird. Sofort kommen ein paar Menschen zusammen, hören sich das Ganze an. Jeder Facebook-Post ist auch unsere Erfahrung, der hat wirklich auch eine komplette Geschichte erzählt, also nicht nur eine normale Statusmitteilung oder eben nicht nur ein Foto hat, wird viel mehr geliked, wird viel mehr geteilt. Bei Instagram das Gleiche, wenn ich ein Foto habe, aber in dem Kommentar auch eine passende Geschichte erzähle, die entsprechenden Hashtags verwende, kann ich eben auch über Instagram Storytelling betreiben, wenn ich das kontinuierlich mache, wenn ich mir dann ein Konzept überlegt habe und nicht immer nur aus der Hüfte irgendwie mit zig verschiedenen Filtern das Ganze erledige. Das heißt, auch so ein Begriff aus der Jugendsprache, den Soziologen inzwischen erdacht haben, dieses FOMO, Fear of Missing Out, das heißt, was nicht gepostet wurde, ist quasi gar nicht passiert. Das heißt, Jugendliche nehmen sozusagen ihre Eindrücke direkt in Facebook, in Instagram mit auf. Und auch das ist eben so, dass eben Content kontinuierlich verbreitet wird. Er ist eben bei der Zielgruppe angekommen. Im Tourismus ist immer so, merken wir, dass immer hinterhergehängt wird. Deswegen auch die Maßgabe, dass eben auch der Tourismus sich von solchen Geschichten sozusagen diese erstellen und entsprechend auch verteilen sollte. Das heißt, wie funktioniert eigentlich gutes Storytelling? Im Prinzip sind es 5 Kernelemente, die jede gute Geschichte haben soll. Zum einen ist da ein Held, der Hero, also wirklich eine Person, mit der man sich identifiziert, die beispielsweise durch eine Stadt geht, die was erlebt, die sich bestimmte Gegebenheiten eben anguckt. Zum anderen auch ein Konflikt, der sein sollte in so einer Geschichte, das heißt eigentlich ein Problem, was steht. Das heißt, man hat sozusagen Regen an der Ostsee und möchte eben auch bei Regen was erleben. Das heißt, man guckt gezielt, was kann man dann bei Regen an der Ostsee machen. Das heißt, aus so einem Konflikt auch eine Geschichte erzählen, die dann wieder Handlungsforderungen und Ideen dann halt liefert. Viralität ist ein wichtiger Punkt für Storytelling. Das heißt, wenn ich eine Geschichte erzähle, die so vor sich hin plätschert, die bestenfalls eigentlich nur eine PR-Meldung ist, auch da muss ich eben gucken, dass ich auch Viralität reinbringe, damit sich das Ganze natürlich auch verbreitet. Ich brauche ein bestimmtes Motiv für so eine Geschichte, das heißt, ich muss ganz klar gucken, was will ich auch mit meiner Geschichte erzählen, also wirklich auch monothematisch, nicht wirklich alle Sachen, die ich sozusagen habe, in eine Geschichte packen, lieber Serien anbieten, dass ich wirklich verteilt in Form eines Blogs, in Form eines Tagebuchs, Instagram-Geschichten, da auch immer mal wieder sozusagen zu anderen Motiven das Ganze schreiben kann. Und was elementar wichtig natürlich auch noch Emotionen, das heißt, die Geschichte muss wirklich leben, die muss Kopfkino auslösen, die muss Gerüche in die Nase bringen, Sounds ins Ohr bekommen, das heißt, auch da wirklich muss ich mich wie in so einem Kopfkino, wenn ich auf der Couch lese und egal in welcher Form dieser Content mir dargeboten wird, muss ich das wirklich im Kopf auch spüren, was da geschrieben wurde und immer auch authentisch nachvollziehen können. Das heißt, wo wir immer sehen, die Diskrepanz liegt eigentlich so immer, dass Touristiker immer noch in Produkten denken, aber die Reisenden schon längst in Emotionen. Das heißt, sie wollen eigentlich gar nicht mehr so die Öffnungszeiten des Museums haben. Wie gesagt, das kriege ich bei TripAdvisor oder dergleichen. Das heißt, auch da immer so immer noch an Produkt denken, dass ich immer 14 Tage Mallorca anbiete. Wenn ich aber irgendwie 2 Wochen am Sonnenstrand deines Lebens habe, habe ich da schon viel mehr Emotionen drin, als wenn ich einfach nur in Produkten abverkaufe und die ganzen Produkte eben viel mehr über so eine Botschaft auch vermitteln kann.
Wenn man sich die Customer Journey anguckt, also diese ganzen Berührungspunkte, wo der Reisende letztendlich mit so einem Buchungsprozess in Bewegung kommt mit dem Unternehmen oder mit der Destination, angefangen immer von der Inspiration, das heißt da, wenn ich das schaffe, dem User sozusagen, dem Nutzer für das Thema Inspiration Bilderwelten an die Hand zu geben, wenn ich ihm Videos geben kann, kann ich hier sehr viel im Content Marketing das Thema Inspiration aufgreifen. Das Thema Suche, wenn ich mir bestimmte Angebote suche, Produkte suche, auch da, wenn ich da behilflich bin, dass ich halt bestimmte Tipps auch in mein Content Marketing einliefere. Das Thema Validierung, was klassisch Holiday Check, TripAdvisor machen, auch da, wenn ich halt Leute zu Wort kommen lasse, die in der Destination waren, Berichte schreiben lasse von Leuten, die da waren. Das heißt, auch da authentisch die Validierung sozusagen von TripAdvisor und Holiday Check wegziehen, sondern wirklich mit den Leuten auch zusammenarbeiten, wo ich weiß, das sind eben meine größten User, das sind die Leute, die am meisten mit mir auf Reisen gehen, wenn ich die sozusagen auch mit da einbieten kann. Das Thema Buchung, na klar, auch nicht vernachlässigen. Auch so ein Content-Marketing ist natürlich immer, auch wenn es in erster Linie nicht werblich ist, muss trotzdem irgendwo eine Schnittstelle gegeben werden oder ein weiterer Link, wo ich dann letztendlich auch buchen kann, entweder direkt bei Veranstaltern oder an meiner Destination. Thema Vorbereitung ist eigentlich auch klassisch, das Thema Koffer packen, das heißt, was brauche ich in der Destination, welche Events stehen da in nächster Zeit ins Haus, kann ich darüber Geschichten haben, kann ich da Stories erzählen, Content schaffen. Die Reise an sich, das heißt, der User ist vor Ort, er guckt mit dem Smartphone in dem Ort, was gibt es hier zu erleben, zu welchen Veranstaltungen kann ich hier Emotionen aufbauen. Und natürlich auch Reflexion, was früher der Dir-Abend war. Das heißt, wie kann ich die User auch noch mit einbinden, dass sie eben mir Fotos schicken über einen Hashtag beispielsweise, der nur für meine Destination gilt, dass ich aufrufen kann, wenn ihr was unter einem bestimmten Hashtag postet, können wir das in die Kommunikation mit aufnehmen oder ich selber sozusagen Fotos mache von Urlaubern. Denn deswegen ist es auch ein geschlossener Kreislauf, die Reflexion der einen kann wieder zur Inspiration der nächsten dienen. Das heißt, so kann ich wirklich über alle Touchpoints, wenn ich das schaffe, in meinem Contentplan Stories erstelle und Content erstelle, kann ich wirklich den User im kompletten Buchungsprozess und Informationsprozess bei mir wirklich im Produkt lassen. Was genau ist nun Storytelling? Das heißt, wie kann man es genau machen? Welche Arten gibt es da? Zum einen haben wir natürlich es nicht immer einer großen Geschichte, auch wenn es viele Blogs gibt. Ich meinte schon mit Instagram, auch da ist wirklich so Mikro-Content, den ich erstellen kann. Es muss eben nicht immer die große Geschichte sein, eben auch über kleine und sich wiederholende Aktionen kann ich hier eben auch Stories schaffen. Das heißt, Serien, die sich dann im Endeffekt zu einer kompletten Geschichte zusammenfügen, kann ich hier nutzen. Und ich kann eben dieses ganze Portfolio, was mir eben das Internet bietet, sei es eben klassisch der Blog, den wir immer so als Social Media Zentrale auch sehen. Das heißt, das sollte wirklich immer im Zentrum der Kommunikation sein, weil Facebook oder Instagram oder YouTube können immer wieder den Algorithmus ändern, können Funktionen ändern. Und wenn ich dann auf Gedeih und Verderb meine Story nur bei Facebook habe und dann irgendwann Facebook sagt, der Algorithmus wird wieder geändert, weniger Leute sehen das Ganze, habe ich eben im Blog immer sozusagen das Hausrecht, kann Content so ausspielen, wie ich ihn möchte und eben über Social-Media-Kanäle immer zu diesem Blog auch leiten. Das heißt, ich kann Landing-Pages erstellen für bestimmte Zielgruppen oder Persona, die man im Content-Marketing eben auch aufstellen kann. Der klassische Newsletter ist nicht tot, merken wir immer wieder, wenn wir Newsletter verschicken, dass dann wirklich Traffic auf die Seite kommt, auch den kann ich ja personalisiert ausspielen. Und Podcasts haben derzeit wieder so ein Revival, das heißt Audio-Geschichten, die ich sozusagen erzählen kann auf Plattformen wie Soundcloud oder auch auf iTunes bereitstellen kann. Auch darüber kann ich eben Geschichten erzählen, die halt wirklich nur das berühmte Kopfkino dann ansprechen. Tipps, die wir geben können für gute Storytelling, die jede gute Geschichte haben sollte. Das heißt, ich brauche wirklich eine einheitliche und logische Struktur. Also auch wenn ich hier beispielsweise viel mit Emotionen und das klingt alles so, ja, ich schreibe mal so, wie es mir gefällt oder wie ich drüber denke, trotzdem muss das sehr überlegt sein. Also auch aus Kundenprojekten merken wir immer wieder, dass sich Leute entscheiden, Content Marketing zu machen, aber der Prozess sich dann sehr in die Länge zieht, weil halt wirklich dann aufkommt, oh, das ist ja wirklich Arbeit dahinter. Es ist Arbeit, ist wirklich Arbeit, Storytelling, Content Marketing zu betreiben, aber es lohnt sich im Endeffekt, weil ich eben viel besser ins Gehör der Leute komme. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass auch eine Identifikation stattfindet, Sympathie für das Produkt und ich muss die Leidenschaft entfachen. Das heißt, auch wenn ich eben so eine Geschichte habe, die keine Leidenschaft entfacht, ist es schlimm, dann das Ganze viral beworben werden zu lassen oder dass Leute wirklich das als guten Content dann auffassen.
Das heißt, damit es auch nicht zur Märchenstunde mutiert, Beispiel Brüder Grimm, auch da muss ich eben gucken, dass ich halt wirklich auch authentische Geschichten mache, also ich wirklich nur Geschichten schreibe, die jemand auch wirklich erlebt hat, Geschichten, die bei mir im Ort auch wirklich stattfinden und auch wahrgenommen werden können, weil gerade im Internet, wenn ich meine Destination über den grünen Klee lobe, aber eigentlich hat sie nicht viel zu bieten, bekomme ich das halt auf Facebook in Form schlimmstenfalls von einem Shitstorm auch irgendwie wieder zurück. Das heißt auch wirklich zu gucken, was können wir überhaupt ausgeben und machen sie uns nicht lächerlich. Und auch ein wichtiger Punkt, der Content muss auch wirklich entsprechend aufbereitet sein. Er muss entweder vom Design gut aufbereitet sein, Videoqualität sollte gut sein. Je nach Kanal kommt es eben drauf an. Bei Instagram sind halt hochwertige Fotos, die geteilt werden. Bei Facebook kann es eben auch sowas, Foto aus der Hüfte sein, die authentisch erscheint. Aber to hell with facts, we need stories. Das heißt, wie sieht das Ganze bei Visit Finland aus? Was haben wir da gemacht im Prinzip? Wir haben zum einen ein Magazin erstellt, ein digitales Reisemagazin. Wir haben dazu eine Lösung, nennt sich travelstory.io, wo wir quasi online-basierte Reisemagazine anbieten, die nicht über App oder PDF funktionieren. Das heißt, der Kunde muss sich nichts runterladen, er muss sich nicht installieren und kommt eben über Link direkt browserbasiert, je nach Endgerät, auf die optimierte Story drauf. Wir haben dazu auch den Nordisk Travel Award vor ein paar Tagen gewonnen für die beste Webseite in nordischen Ländern. Das heißt, wir haben wirklich auf dem Desktop oder auf dem iPad dann wirklich die Stories so angepasst, dass der User sich gar nicht mehr Gedanken machen muss über Downloadzahlen, über bestehende Internetverbindungen. Das Ganze funktioniert auch mit UMTS sehr gut, sogar hier unter Messebedingungen. Das Ganze unter Dein Finnland läuft es, wenn ihr euch das anguckt, könnt ihr gerne machen. Im Prinzip funktioniert das Ganze so, das heißt, ich habe so eine Landingpage, die wir hier sehen. Und wenn ich mich da sozusagen durchklicke, werden mir eben ganz viele Stories angezeigt. Ich kann dann auswählen, was ich machen will. Das heißt, es ist wirklich jede Story ist monothematisch. Das heißt, wir passen wirklich das Ganze an. Das Ganze ist auch von Google durchsuchbar. Das heißt, wenn ich hier entsprechende Keywords, entsprechende Überschriften mit reinbringe, habe ich davon eben auch was, dass die Leute eben auch über Google meine Seite finden können. Das heißt, ich scroll mich hier so durch. Das bewusst ist so gestaltet, dass ich eben keine störende Sidebars habe. Die Navigation ist wirklich sehr aufs Wesentliche komprimiert und komme dann eben über die weiteren Geschichten, die ich mir aufrufen kann, ist das chronologisch, sozusagen immer die neuesten Geschichten oben, die älteren unten und ist auch so ein dynamischer Prozess, dass wir sozusagen sagen, nicht das stellen wir einmal auf die Online-Seite und dann funktioniert das irgendwie, sondern wir produzieren immer wieder neuen Content und machen eben auch über die Social-Media-Kanäle von Finnland dann eben auch darauf aufmerksam. Was hier ganz wichtig ist, auch das Thema Autoren. Ich sage das auch, das sollte man berücksichtigen, gerade wenn man so eine Geschichte hat, dass das Ganze auch authentisch wird. Das heißt, wir haben auch eine Unterseite, wo wir die ganzen Autoren vorstellen. Nur das macht es dann im Endeffekt auch authentisch. Das heißt, wir arbeiten hier teilweise mit Journalisten zusammen, mit Reisebloggern, mit Leuten, die in Finnland sind, die teilweise auch schon für Visit Finnland geschrieben haben in der Vergangenheit. Von neuen Leuten. Man kann sich auf der Seite auch als Blogger bewerben, wenn man sagt, Finnland ist so mein Hobby, da schreibe ich gerne drüber oder habe ich was zu erzählen. Das heißt, wir suchen bewusst auch Content aus, der sich wirklich um Finnland dreht und haben da eigentlich kaum sozusagen Berührungsängste, uns da sozusagen weiteren Content sozusagen damit auf die Plattform zu ziehen. Das Ganze wird zentral von uns natürlich gesteuert. Die Redaktionsarbeit kommt von uns, das technische Setup kommt von uns. Und zusammen mit Finnland erarbeiten wir sozusagen die Redaktionspläne und stimmen uns mit den Autoren dann ab. Wie das Ganze in der Geschichte dann aussieht, ist so, also ich habe so eine bildschirmführende Geschichte jetzt beispielsweise über die Finnish Nature Days. Das heißt, wenn ich das Ganze starte, ist es rein sehr innovativ. Das Ganze ist wirklich, funktioniert komplett im Browser, nichts runtergeladen werden, auf jeder Plattform, auf jedem Endgerät. Man kann da wirklich intuitiv von rechts nach links eben durchswipen, wie ich es eben bei einem normalen Online-Magazin auch machen würde. Kann Bilder großziehen, wenn ich eben einfach nur draufklicke, kann Geschichten lesen. Und der Content ist so dynamisch, dass er wirklich auf jedem Endgerät anders aussieht. Das heißt, es ist keine feste Struktur dahinter. Wir sagen zwar die ungefähre Größe des Bildes und natürlich, wo welcher Content steht. Aber eigentlich ist es so, dass man sich auf seinem Endgerät, je nachdem, was man hat, dieser Content immer optimal ausgespielt wird. Das heißt, verschiedene Geschichten bewusst auch hier mit Weißraum setzen wir bewusst ein, bewusst keine Ablenkung, bewusst keine Banner, die wir reinmachen, bewusst keine Booking Engine auf diesem Beispiel. Und wenn ich halt über das Hamburger Menü gehe, kann ich mir dann halt direkt andere Stories holen oder eben auch entsprechend die Stories in meinen sozialen Netzwerken teilen.
wie gesagt, man sollte sich auch verschiedener Themen bedienen. Auch hier ist es so, dass eben Finnland sehr so die Stereotypen mit Schnee, mit Sauna, mit Rentier, mit dem Weihnachtsmann. Auch da sollte man mal gucken, was gibt es denn abseits dieser Stereotypen noch für Geschichten. Sei es zum Beispiel so eine Gin-Brennerei, die man mal erzählt. Auch das hat ja wieder Auswirkungen, dass ich Finnland ganz anders wahrnehme, dass ich gerade die Gin-Kultur, die ja wieder so ein bisschen im Kommen ist gerade, das heißt über so andere Themen sozusagen, auch Leute abhole, die vielleicht eher nicht so über Finnland als Urlaub sozusagen jetzt gerade suchen, aber sich vielleicht für Gin interessieren, dadurch natürlich mitbekommen, in Finnland bekommt man sehr guten Gin inzwischen und eben auch so die Destination über das Storytelling mit einbeziehen kann. Was wir noch gemacht haben, ist eine begleitende Facebook-Seite, die nennt sich Facebook.com Dein Finnland, das heißt auch da wieder, dass wir da wieder den Input an der Seite, ist klar, wenn ich Amazon-Content erstellt habe, so eine Webseite, muss die natürlich auch beworben werden, also sei es über bezahlte Kanäle, über eigene Kanäle, deswegen bedienen wir uns hier einem eigenen Kanal, der inzwischen auch schon über 2.500 Fans hat. Auch hier natürlich die Seiten oder die Geschichten, die wir da wieder posten, dass wir da auch Geschichten erzählen, Leute über Facebook auf die Seite verlinken, aber natürlich auch das Ganze noch ein bisschen weiter treiben, indem wir eben sagen, es ist eben nicht nur, was in den Stories passiert für Finnland wichtig, sondern auch sozusagen, was gerade in der Destination passiert, wenn Schneetouren angeboten werden. Das heißt, auch das so ein bisschen über Bildergalerien, ganze bewerben, über Texte, die wir dann entwerfen, kleine Stories, also wirklich so kleine Häppchen, die wirklich Finnland in verschiedenen Ausprägungen eben auch zeigen können. Auch so Gegebenheiten, es gibt ja bestimmte Jahrestage im Jahr, es gibt bestimmte Kalendertage, Ereignisse, zum Beispiel jetzt den Geburtstag, das Gründungsdatum von Finnland, das heißt auch da den Unabhängigkeitstag, das man beworben hat, das heißt auch so nice to know Content auf die Seite bringen, das heißt nicht jeder weiß unbedingt, wenn der Unabhängigkeitstag ist, aber indem ich halt Finn bin von der Seite, bekomme ich eben auch das mit, das heißt alles, was eben Finnland ausmacht, was man an Geschichten finden kann, sozusagen in diese Form passen kann. Was wir da auch machen, was auch sehr gut ankommt, sind sogenannte Kacheln, das heißt in Facebook solche sozusagen so unnutzes Wissen, wie man es auch sagen kann, das heißt, was man schon immer über Finnland wissen wollte, aber sich nicht zu fragen getraut hat. Das heißt, so lapidare Geschichten, sozusagen, dass es in Finnland eben ein Fastnachtsgebäck gibt, was so ein bisschen dem Pfannkuchen ähnelt. Und da sozusagen eigentlich so viele Finnen sich so nicht entscheiden können, mögen sie lieber Mandelmasse oder ist es doch lieber Marmelade. Das heißt, auch so die Befindlichkeiten, wo man sofort weiß, ah, ich weiß, worum es geht und habe eben, wenn ich mein Facebook-Feed durchscrolle, nicht so eine ähnend lange Geschichte, die ich vielleicht gerade nicht lesen kann, sondern kann eben immer sogenannten Snack-Content auch schnell sozusagen sowas wahrnehmen und zählt eben auf Finnland ein. Auch sowas, was sozusagen bei Schweinsteiger hatte ja sein Abschiedsspiel gegen Finnland, auch da haben wir so ein bisschen Echtzeit-Marketing aufgegriffen. In Finnland gibt es ja quasi nichts, was es nicht gibt, unter anderem auch die Sumpffußball-Weltmeisterschaft. Und so haben wir eben auch an dem Abschiedsspieltag von Schweinsteiger eben auch so eine Kachel gepostet, die sehr gut ankam, haben da geschrieben, was für eine Schweinierei. Das heißt auch so ein bisschen Finnland in den Charakter zu tagesaktuellen Geschehen auch gepackt. Die Learnings, die wir bisher aus dann Finnland gezogen haben, die wir gerne weitergeben, die sich vielleicht auf viele Content-Projekte so übertragen lassen von den Basics. Es ist wirklich entscheidend, dass ich mich eben nicht nur auf eine Zielgruppe einstelle, also eben nicht nur die Winterurlauber, nicht eben nur die, wenn man von anderen Beispielen ausgeht, nicht nur die Weinliebhaber oder die Wanderer. Das heißt, der komplette Mix ist entscheidend und eben durch dieses Pull-Marketing, dass der User genau eben weiß, was er sucht. Wir haben auf Dein Finnland eben auch eine Suchfunktion, wo ich einfach nur anhand von Stichpunkten sofort angezeigt bekomme, welche Stories für mich interessant sein können. Das heißt, auch da wirklich den kompletten Content anzubieten, natürlich in einer kleinen Struktur, aber der User entscheidet letztendlich selber, was er lesen will, wie er lesen will. Das heißt, da macht es keinen Sinn, 10 Blogs anzufertigen, sondern den Content bewusst auf einer Plattform, aber über den Mix eben anbieten. Die ausdrückliche Nennung der Autoren macht das Ganze viel authentischer, das heißt, unter jeder Story steht da wirklich der Autor auch drunter, das heißt, es ist eben nichts, wo ich jetzt denke, da sitzt einer in Helsinki in der Schreibstube und macht nichts anderes als Texte schreiben, sondern auch da habe ich eben das Gefühl, ich kenne irgendwann den Schreiber, den Autor, auch da haben wir gemerkt, dass halt jeder Autor auch anders schreibt, was auch sehr, sehr sinnvoll ist, dass ich eben nicht nur einen Schreiber habe, der diesen Blog bedient, sondern man weiß auch irgendwann, der Schreibstil von ihm oder der Schreibstil von dem ist ein ganz anderer und so entsteht eben auch diese Authentizität. Nicht nur die Landschaften aufgreifen, auch wenn man als Touristiker immer nur das gerne sieht, was einem vorm Fenster sozusagen anlächelt. Auch da mal gucken, was gibt es für Anekdoten im Ort, mit den Leuten ins Gespräch kommen. Welche Geschichten gibt es darüber hinaus, die vielleicht sogar die User der Seite besser wissen als man selbst. Das heißt, auch das immer im Auge behalten.
Und was auch wichtig ist, das Seeding sollte man nicht vergessen, das heißt auch die Aussteuerung des ganzen Contents, also sei es eben über eigene Kanäle, Owned Media, über Earned Media, das heißt da, wo Blogger sozusagen für mich einspringen können oder Freunde und Fans das viral teilen können, aber auch Paid Media sehen wir eben auch, dass es eben, wenn ich eben auf Facebook als Seite interagiere, dass es heutzutage über Facebook Ads eigentlich gar nicht mehr funktionieren kann. Das heißt, auch da bewusst Budgets mit einplanen, um das Ganze eben auch so, gerade an der Anfangszeit, wenn ich mit so einem Blog starte, eben auch über Facebook Ads dementsprechend auch promoten kann. Das waren soweit die Learnings. Ein kleines Goodie habe ich noch mitgebracht, gerade zum Thema Content Marketing. Es gibt, ich habe es erwähnt, verschiedene Tage im Jahr, Ereignisse, Kalendertage. Es gibt, letzten Dienstag gab es den Ohne-Facebook-Tag. Es gibt den Tag der gesunden Ernährung, der war, glaube ich, gestern oder vorgestern. Das heißt, übers jedes Jahr verteilt gibt es eigentlich schon im Kalender Content oder Ereignisse für Content, den man sich sozusagen zurechtlegen kann in einem Redaktionsplan. Wir haben für den Tourismus einfach mal auch Messen mit einbezogen, dass man auch über Messen schreiben kann, sich informieren kann. Bieten das Ganze kostenfrei im Internet über cpintensivesenses.com, kann man direkt dort anfordern und hat dann so eine kleine, sage ich mal, Content-Stütze, um das Ganze sozusagen so ein bisschen Content-Marketing in richtige Form zu lenken. Ansonsten stehen wir gerne für Fragen, glaube ich, draußen. Hier sind keine, aber gerne über die sozialen Kanäle, die entweder hier stehen oder über Dein Finnland oder dergleichen, stehen wir gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Danke, Joachim.